Wie lässt sich Spotify auf deiner Garmin Smartwatch nutzen und welche Funktionen sind möglich? Dieses Video, das ist die einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung und ich zeige dir alles von der Einrichtung bis zu dem Musikgenuss auf dem Bluetooth-Headset. Ja, also bei den aktuellen Garmin Smartwatches, da ist Spotify integriert und du kannst deine Musik-Playlisten und Podcasts einfach auf die Uhr übertragen. Und dann jederzeit auf einem verbundenen Bluetooth-Gerät, wie zum Beispiel einem Lautsprecher oder hier auf einem Headset anhören. Und das geht, wie gesagt, jederzeit außerhalb von Workouts und auch bei aktiver Aufzeichnung. Und in diesem Video geht es dann um die Einrichtung und du erfährst auch alles über die Funktionen. Die Einrichtung funktioniert in wenigen Schritten. Als erstes wird Spotify auf der Garmin Smartwatch installiert. Dann verbindest du dein Bluetooth-Headset oder deinen Lautsprecher und dann kann der Musikgenuss auch schon beginnen. Für die bessere Orientierung habe ich das Video in verschiedene Kapitel aufgeteilt und ja, direkt in der Videobeschreibung findest du auch die einzelnen Kapitelmarken und kannst direkt zu den Kapiteln springen. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Video. Los geht's also mit Garmin Connect. Oder besser gesagt mit dem Connect IQ Store, denn damit können wir ja Erweiterungen auf die Garmin Smartwatch laden. Also erst hier auf das Hamburger Menü und dann auf Connect IQ Shop. Die Startseite wird dann angezeigt, das ist die Startseite vom Connect IQ Shop, die wird angezeigt. Deine Garmin Smartwatch muss natürlich schon verbunden sein per Bluetooth. Jetzt gehst du hier einfach auf Suchen. Und bei mir, weil ich hier schon ein bisschen rumexperimentiert habe, wird Spotify direkt angezeigt. Ansonsten hier oben alles durchsuchen und Spotify eingeben. Oder alternativ einfach auf Musik draufgehen. Hier Musik. Dann werden dir die Musikanbieter... Nein, Relevanz. Einen Moment. So sieht die Standardansicht aus. Gibt es verschiedene Musikanbieter. Wir wollen jetzt hier Spotify wählen. Da kannst du einfach auf Installieren klicken. Jetzt die Bestimmungen der App durchlesen und dann eben zulassen. Und jetzt kommt das Ganze in die Warteschlange bzw. wird auch relativ fix installiert. Also entweder ein bisschen Geduld haben oder wenn du wissen möchtest, wie weit ist der Installationsfortschritt, siehst du hier schon, dass hier etwas installiert wird. Und hier kannst du auf Garmin-Geräte gehen. Ich bin jetzt ja hier in Garmin Connect. Und da siehst du auch schon den Installationsfortschritt. Ich lasse es jetzt mal durchlaufen. Sehr cool. Sehr cool. Spotify wurde den Musikanbietern hinzugefügt. Steht jetzt hier auf der Uhr. Ich bestätige und sage Einrichten. Zum Anmelden bei Spotify Garmin Connect Mobile auf Telefon öffnen. Steht jetzt hier dran auf der Uhr. Das heißt, die Einrichtung geht jetzt hier weiter auf dem Smartphone. Also hier gibt es die Lizenzbedingungen oder die Bedingungen von der Spotify App. Entweder du loggst dich jetzt ein auf dem Smartphone oder wenn du jetzt schon eingeloggt bist auf dem Smartphone, wie ich hier, dann musst du nur zustimmen. Und jetzt geht es auch schon weiter auf der Smartwatch. Richtig cool. Spotify überall dabei. Erste Schritte. Also, zeig mir die ersten Schritte. Jetzt gibt es hier folgende Funktionen. Musik und Podcast hinzufügen und Einstellungen anzeigen. Also Einstellungen gibt es eigentlich relativ wenige. Man kann sich abmelden und Informationen über die App anzeigen. Das heißt, ich gehe jetzt hier wieder zurück. Und was uns interessiert ist, Musik und Podcasts hinzufügen. Das wollen wir jetzt hier machen. Playlisten, die zuletzt wiedergegeben wurden. Zuletzt wiedergegeben, speziell für Sie, Trainings und Podcasts. Das heißt, wahrscheinlich interessiert dich das. Da kannst du deine Podcasts runterladen. Oder was wir jetzt machen wollen, wir gehen auf Playlisten. Und jetzt werden hier über WLAN meine Playlisten, die ich in Spotify hinzugefügt habe bei meinem Konto, werden hier angezeigt. Und es werden immer 5 Playlisten auf einmal angezeigt. Und ich möchte eine ganz spezielle Playlist jetzt runterladen. Und zwar ist das diese hier. Training und Pumpen heißt die mit 169 Titeln. Die höre ich sehr gern einfach beim Training im Fitnessstudio. Und die hat 169 Titel, ist wirklich eine riesen Playlist. Und ja, okay, eigentlich wollte ich die runterladen, aber lass uns was anderes. Einfach das hier.
Das ist Kollega mit 48 Titeln. Okay, die ist kleiner, dann geht es auch schneller. Einfach für das Video jetzt lade ich die hier mal runter und sage hier einfach bestätigen. Er sucht jetzt die WLAN-Verbindung. Und wenn du deine WLAN-Verbindung noch nicht eingerichtet hast, dann musst du das spätestens jetzt machen, denn für den Download der Lieder brauchst du auf jeden Fall WLAN und mindestens auch 50% Akkukapazität. Ich habe jetzt hier 99% Akku noch und lasse das fürs Video einfach mal durchlaufen. Der Download der 48 Titel ist jetzt abgeschlossen. Sehr, sehr genial. Das Ganze hat jetzt ungefähr 3% Akku gebraucht und 9 Minuten Downloadzeit. Also wie gesagt, jetzt nicht blitzschnell, zumal mein WLAN-Router genau hier daneben steht. Also bestes Signal eigentlich. Aber es ist schon richtig cool, dass das alles direkt auf der Uhr funktioniert. Und jetzt habe ich hier meine Titel dabei und kann die unterwegs auch offline hören von der Smartwatch. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Also das Geniale ist, das Smartphone, das brauchen wir jetzt nicht mehr, denn alles ist ja hier drauf. Ja, also ich verbinde auf jeden Fall als nächstes jetzt mein Bluetooth-Headset mit der Uhr. Das Bluetooth-Headset mit der Garmin-Uhr verbinden, das ist jetzt der nächste Schritt und es geht eigentlich auch ganz leicht. Ich zeige dir das, wie es funktioniert. Einfach hier ins Menü, links, diesen Button lang gedrückt halten, dann kommen wir hier ins Menü. Jetzt gehe ich ganz nach unten und da gibt es den Menüpunkt Musik, also Menüpunkt auswählen, einfach hier. Jetzt gibt es Musikanbieter oder Kopfhörer. Also ich möchte Kopfhörer verbinden oder eben auch Lautsprecher, wie auch immer. Und jetzt kann ich hier sagen, neu hinzufügen, weil ich habe sie ja noch nicht verbunden. Und er sucht sie jetzt. Einen Moment. Ich muss die Kopfhörer jetzt in den Kopplungsmodus versetzen. Ich habe jetzt hier diese coolen Jabras, die finde ich richtig klasse. Es geht aber auch mit allen anderen Bluetooth-Lautsprechern, Headsets, Kopfhörern und so weiter und so fort. Und die stecke ich mir jetzt ins Ohr und dann muss man entweder hier rechts drauf bleiben oder beide Tasten lang gedrückt halten. Also da musst du halt wissen, wie das bei dir funktioniert mit dem Kopplungsmodus. Also jetzt gehen sie an. Er hat mir hier eine Fehlermeldung angezeigt. Das ist ganz normal, denn die waren ja nicht im Kopplungsmodus. Also ich mache neu hinzufügen. Die Kopfhörersuche läuft und ich habe sie jetzt in den Pairing-Modus versetzt. Musste hier einen kurzen Schnitt machen, aber jetzt sind sie tatsächlich im Pairings-Modus. Ja, super Sache. Er hat sie jetzt gefunden. Ich gehe jetzt auf Bestätigen. Verbindungsaufbau mit dem Jabra Headset. Jetzt sagen sie Connected. Super Sache. Jabra Elite verbunden und du siehst, sie sind verbunden. Klasse Sache. Musik ist drauf, Spotify ist auch auf der Uhr und jetzt kann der Musikgenuss eigentlich losgehen und dafür gibt es zahlreiche Möglichkeiten und die zeige ich dir jetzt im nächsten Schritt. Welche Möglichkeiten gibt es jetzt also für den Musikgenuss? Wie schon gesagt am Anfang, du kannst Musik jederzeit hören, also ja, außerhalb des Trainings und auch während einer Trainingsaufzeichnung. Also die einfachste Möglichkeit ist einfach hier über die Tagesdaten. Und ja, standardgemäß ist es, glaube ich, hier schon so eingerichtet, dass die Musikfunktion, also der Musikanbieter, hier ganz unten zu finden ist. Wenn es nicht der Fall ist, einfach hier auf Bearbeiten und und dann einfach hier auf Hinzufügen und Musikfunktionen hinzufügen. Und ehrlich gesagt, warum jetzt hier Crow angezeigt wird, weiß ich auch nicht so sicher, weil ich hatte ja Kollege eigentlich runtergeladen. Naja, egal, Crow ist auch klasse. Auf jeden Fall einfach hier bei den Tagesdaten auswählen und jetzt kommst du hier in das Musik-Widget rein. Ich zeige es gleich, was es kann. Also außerhalb des Trainings jederzeit über dieses Musik-Widget. Wie funktioniert es jetzt während des Trainings? Also hier einfach auf Laufen gehen zum Beispiel oder auf eine andere Trainingsart, die du eben möchtest. Dann hier oben auf Optionen, einmal nach oben. Und jetzt gehe ich hier auf Einstellungen, Laufeneinstellungen und auf Datenseiten. Und es gibt eine separate Datenseite, einfach auf Neu hinzufügen. Also hier ganz runter gehen. Standardgemäß bist du ja hier oben. Einfach hier komplett runter und auf Neu hinzufügen. Da gibt es dann irgendwann die Musikfunktionen, die wähle ich jetzt aus. So, da sind die Musikfunktionen und das zeige ich dir jetzt auch, wie die Musikfunktionen aussehen während des Workouts.
Ich starte das Workout jetzt einfach mal, das Laufworkout, und blätter hier ganz durch, blätter hier nach unten. Und hier ist es jetzt so, dass die Musikfunktionen einfach nur anzeigen, welches Lied gerade läuft. Wie gesagt, hier die Datenseite rein informativ. Du siehst, welches Lied angezeigt wird. Und hier oben habe ich mir jetzt einen Hotkey konfiguriert. Zeige ich dir gleich, wie das funktioniert. Die Konfiguration: einfach lang auf dem Hotkey draufbleiben, 2 Sekunden, und jetzt komme ich in die Musiksteuerung. Warum er übrigens jetzt Crow anzeigt, kann ich auch nicht sagen, weil ich habe ja Kollegah runtergeladen. Einfach hier rechts oben für Play und Pause. Funktioniert jetzt gerade nicht. Ich habe einen Verdacht. Oder hier auf nächstes Lied. Okay. Oder hier auf mehr. Da kann man die Bibliothek auswählen und hier jetzt auch, wenn du mehrere Playlisten oder mehrere Podcasts runtergeladen hast, ja, kannst du die hier wechseln, die Lieder und die Playlisten. Also eigentlich Podcasts und Playlisten. Okay, und jetzt wähle ich tatsächlich meine Bibliothek aus, die ich heruntergeladen habe, die Playliste. Ah, cool. Jetzt haben wir das auch. Ich höre es auch spielen. Classic von Kollegah. Einfach hier auf Play und Pause. Oder hier nächstes Lied. Oder hier gibt es dann noch mehr Funktionen. Also, und das ist ja auch so: Play, Pause, nächstes Lied. Die Funktionen, die man dann ganz schnell am Armgelenk hat, auch während des Workouts. Wenn man schnell am Sprinten, ups, wenn man schnell am Sprinten ist, dann hier kann man lauter und leiser machen. Ich mache es jetzt einfach mal leiser, weil es spielt jetzt gerade in meinem Ohr ab. Genau. Hier kann man ein Lied zurück machen. Hier Wiederholung an und aus, also einfach ja, laufen alle Lieder durch oder eben nicht. Und hier dann den Shuffle-Modus. Ja, richtig genial. Das ist die Funktion, die Musiksteuerung. Und ich zeige dir jetzt, wie du diesen Hotkey hier konfigurieren kannst. Einfach hier links auf das Menü. Und wir gehen jetzt ganz runter zu Display, nicht Display Designs, zu System. Es heißt System. Und hier gibt es die Hotkeys. Das will ich haben. Start gedrückt halten, Musikfunktion, ganz entspannt eigentlich. Also da gibt es verschiedene Sachen. Back gedrückt halten, Down gedrückt halten und so weiter und so fort. Down, hier habe ich es tatsächlich auch drauf. Genau, ich habe es aber auf Start jetzt gezeigt, also einfach auf Start, und dann kann man hier sagen, was man haben möchte, Navigation und so weiter und so fort. Musikfunktionen. So einfach geht's also. Du hast Spotify auf deine Garmin Smartwatch eingerichtet und der Musikgenuss kann starten. Es ging eigentlich ganz einfach. Spotify installieren, die Musik runterladen, Bluetooth-Headset verbinden und ja, die Musiksteuerung aktivieren oder eben Spotify an den entsprechenden Stellen aufrufen. Super Sache. Hast du jetzt noch weitere Fragen? Dann schreib mir gerne in die Kommentare. Und wie findest du eigentlich die Spotify-Integration auf der Garmin Smartwatch? Lass es mich auch wissen in den Kommentaren. Und jetzt blende ich dir hier noch spannende weitere Videos ein. Und ja, ich würde sagen, viel Spaß beim Musik hören und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.